Also dieser Blick über die DDR hinaus, den habe ich immer auch als Privileg empfunden. Das fing schon in Gnadau an. Da waren wir wirklich noch Kinder, und diese Gemeinde hatte eine Partnergemeinde in Tansania. Und dann kamen eben immer mal Gäste auch aus Tansania dann in das Dorf, haben eine Zeit lang da gelebt. Es gab Freundschaften. Meine Eltern wurden Patenkind bei einem Kind, das in Deutschland dann geboren wurde in dieser Familie. Dann gab es natürlich dann diese ökumenischen Gäste, vor allem dann, als wir in Erfurt wohnten. Und das waren schon also wichtige Kontakte. Natürlich auch die mit den gleichaltrigen Cousins und Cousinen, die uns regelmäßig besuchten. So diese ganz andere Art zu denken, zu reden. Also es gab auch eine Faszination an den rhetorischen Fähigkeiten, die wir natürlich so nicht trainieren konnten. Und nächtelange heiße Diskussionen, als wir dann alle Jugendliche waren, über die Welt und welches nun die bessere ist. Und was halt Jugendliche da auch so diskutieren. Aber es waren eigentlich ganz oft auch mit der Verwandtschaft politische Diskussionen, die wir da geführt haben. Und diese ökumenischen Gäste, na gut, also mit Richard von Weizsäcker war ich da nicht intensiv im Gespräch. Es war halt eher so, man fühlte sich sehr geehrt und es gab ja also nicht in dem Sinne repräsentative Räume der Kirchen, wo die hätten empfangen werden könnten. Und es sollte ja auch ein persönliches Gespräch sein, sodass die dann eben auch zu uns wirklich ins Haus kamen. Und wir Mädels durften dann den Kaffee servieren. Ja, es ist dann immer alles sehr konkret. Aber natürlich hatte man schon das Gefühl, da gibt es also etwas jenseits der Grenzen, was Weite und Freiheit ist und wo man anders denkt, anderes liest, anders spricht. Und ich denke, das war schon eine wichtige Dimension, dass man nicht so auf diese eingeschränkte DDR begrenzt waren.